Hallöchen meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video, wieder mal von Ghost Recon, heute mal wieder mit Portalo und los geht's. Und zwar haben wir uns für heute hier oben mal dieses Ziel markiert, wichtige Aufklärungsdaten, mal gucken was es da so gibt. Vielleicht machen wir auch ein, zwei mehr, sehen wir dann. Genau, je nachdem wie die Zeit dann ist. Weil vorher habe ich glaube ich nur diese eine Mission gespielt, die wir gerade eben bzw. in der letzten Folge gespielt haben. Und ja, macht die ganze Mauer kaputt. Und ab jetzt bin ich auch blind dabei. Ich weiß gerade null, was man jetzt machen müsste. Also ich habe die Story schon ein bisschen weitergespielt, habe aber auch hauptsächlich nur die Bosse, also quasi die Hauptstory wirklich gemacht. Und auch okay. Nur bis zum zweiten oder dritten Boss, kurz vorm dritten. Motorradfahren ist nichts so für mich. Wo bist du denn? 400 Meter hinter dir. Dann klau dir doch ein Auto. Nee. Dann müsste ich ja böse zu... Oh, erstmal Licht anmachen. Müsste ich ja böse zu allen anderen sein. Du bist so schlau, ey. Du hättest auch einfach weiterfahren können. Mal auf Straßen fahren geht's wenigstens etwas besser. Beziehungsweise ich ja, muss auch Straßen aufpassen, sind in dem Spiel hier selten. Oh, warte. Da gibt's was. Aber du wirst dich freuen. Oh. Nachschub markieren. Aber du kannst dich freuen. Mein Motorrad rollt weg. Eine geile, keine Ahnung, wie soll ich das sagen? Ich sage jetzt mal ein geiles Biom auf dieser Map. Das ist einfach. Oh. Das ist einfach nur geil. Es war beide in falsche Richtung fahren. So richtig Brain AFK. Es war gar nicht auf der Map gucken. Man hat sich ja auch nur da ein Zeichen gesetzt, wo man hin will. Ist ja nicht so, dass man da auch hin will. Was hat der denn jetzt für ein Fable gemacht? Das muss ich jetzt auch mal gucken. Na, dann lassen wir ihn mal die Straße fahren. Ups. Aua. Es ist nicht so schlau, einfach reinzufahren. Wir machen die coole Art und Weise. Den wollte ich mir gerade holen, danke. Entschuldigung. Hat sich der angeboten, der hat mich gerade so angeguckt. Hauptsache ich schieße erstmal daneben. Hauptsache du schießt überhaupt irgendwo drauf und ich sehe nicht mehr. Läuft von hinten? Von wo wurde ich jetzt abgeballert? Wo bist du überhaupt? Ein Stück vorgegangen. Oh nein. Was? Ja, keine Ahnung, von wo ich gerade angeballert wurde. Auf jeden Fall wurde ich es. Hat ja schon mal gut angefangen. Ich glaube, das wird doch nur die einzigste sein in dieser Folge. So, dann würde ich sagen, machen wir First Try. Oh, da kann man runterfallen. Nee, ist nicht wahr. Ist leider doch irgendwo wahr. Ja. Du geradeaus. Kann man noch irgendwie atmen halten oder sowas? Jetzt habe ich ihn getroffen. So, ich drohne mal hier aus, bitte. Wird sowas von sterben. Da kommt ein Hör Auto auf von zu sterben.
Ja, ist egal, das interessiert uns. Das? Nice! Keine Ahnung, wie ich das geschafft habe, aber. Perfekt. Sind wir eigentlich hier im richtigen Bereich? Bei mir ist die Markierung irgendwie weg. Ah, jetzt. Hab einen. Hab ich gehört. Von wo? Ach, du bist da unten. Ich bin 1-2 Meter vorgegangen. Jetzt hänge ich auch etwas fest. Weil ich nicht wüsste, wo ich hingehen könnte. Sekunden noch. Ja, nein. Weil es aussieht, bist du bestimmt schon wieder früher als ich gespawnt. Bis jetzt noch nicht. Oh, da bin ich diesmal jetzt früher gespawnt. Hier geht's überall tief runter. Ich komme da nicht nah genug ran. Hier vorne gibt es auch irgendwas wieder für die Waffe, so ein Waffenteil oder so. Es ist so ruhig. Zu ruhig. Ruhig. Hauptsache zwei Blöde eingegangen. Das Haus gecheckt. Hier dürfte eigentlich niemand sein. Eigentlich. Das hat mir jetzt gefallen. Kompensator. Irgendwie sind hier nirgendwo welche. Ist so leer hier. Schon irgendwie komisch. Schon irgendwie sehr komisch.
Ja, befrei die mal. Schieß mal das Gitter auf, das sind unsere Freunde. Ich untersuche hier mal. Das war irgendwie gerade... Leute, hier ist echt niemand. So. Oh, nu. Da sind welche. Ich will noch Nachschub zu markieren. Ich glaube, die sind bei mir hier, ne? Ja. Oh, hier liegt was. Okay, ich wüsste mal gern, wie wir jetzt gerade, wie du jetzt da reingegangen bist. Hier ist überall jemand, aber okay. Also bei mir ist irgendwie hier keiner. Okay, da sind welche. Ich bin Whip. Oh, das war ein Zivilist. Oh, fuck, Entschuldigung. Nein, das wollte ich nicht. Wir werden wohl sterben. Grünen sind Rebellen, das sind unsere Freunde, ne? Ja. Helfen uns. Müssen wir auch helfen? 4, 3, 2, 2. Ich hab's 1, versucht, aber ich werde da oben abgeschossen. Tschüss. Ich hab grad auf eine AK gewechselt. Lol. Waffenkiste schaltet eine Waffe frei. Wow. Wirklich? Hätte ich es gar nicht gedacht. Nein. Okay, ich würde sagen, komm da einfach weg und dann hauen wir ab. Nein. Alter, was hat der für Speed? Jo, wahrscheinlich. Okay, dann markieren wir die nächste Mission. Kann ich hier? Ah. Das wäre eigentlich die nächste. Jo, was hatte der für Speed gerade drauf, Alter? Tja, wollte ja entkommen. Ich würde sagen, wir drohen auch erstmal schnell aus. Pack deine Drohne aus und los geht's. Alleine, pack deine Drohne aus. Ich sehe da 1, 2, oh nein, das war daneben. Ja, wenn wir die zusammen töten würden, dann wär's viel besser. Lol, als ob so ein kleiner Holzzaun den so abhalten kann, die Kugel. Den Kugel alleine. Easy. Easy game, bitch. Da ist irgendwas, was den Shit. Egal, lass mich mal das Teil holen. Ich muss das andere. Geholt. Oh nein, es kommt noch mehr.
Also laut Cut gibt's hier wieder irgendwo was. So. Dieses Dokument erwähnt einen Unidad-Hauptmann, der Gefangene von Judy und Polito verhört ist. Der weiß, wo unsere Prototypchen stecken. Aber er sitzt im Unidad-Stützpunkt. Hier oben, wo ich bin. Und jetzt müsste ich ja eigentlich. Wie kommt man da hin? Ich bin jetzt einmal ums ganze Haus gelaufen. Ich kann nicht fuck, einfach fuck, hoch. Halt! Da draußen sind Gegner. Nein, doch! Das wäre hier ein Nachschub. Deswegen sagte ich ausdrohen und die vernünftig ausschalten. Sonst sterben wir die ganze Zeit. Hab ich doch gemacht. Ich hab bloß ja, das ausdrohen weggelassen. Ja, ist einfach rumgeballert und die Typen waren dann da. Den Swiss Speed hier okay. Nehmen. Ja. Gut. Du fliegst aber nicht, weil ich weiß wohl, wie das endet. So. Ja. Das waren jetzt zwei, jetzt haben wir hier nur Story. Story und noch mehr Story. Ja, wichtige Missionen gibt es gerade nicht mehr. Es gibt ja nur noch die Story-Missionen. Da würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge eine Story-Mission, oder? Hast du keine Nebenmann? Ja, würde ich sagen, machen wir eine Story-Mission. Gut, ja. Dann war es das mit dieser Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.